Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Montag. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da, wie ihr seht. Und wir haben wie immer montags eine Freithemennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann macht das. Dann meldet euch per Telefon unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sabrina. Und Sabrina ist 24 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, hallo Sabrina. Ich bin 23. Ach, jetzt habe ich glatt eine alte Frau aus dir gemacht. Aber ehrlich. Das hört man nicht gerne, ne? Wenn man 23 ist und dann sagt eine... Nein, besonders nicht die Frau. Vor allem, ja genau. Ihr eitlen Frauen. Ja. Ja, also 23. Genau. Machen wir es nochmal von vorne. Also, meine erste Anruferin heute Nacht ist die Sabrina. Und Sabrina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sabrina, um was geht's bei dir? Und zwar erstmal, das hat mich ganz viel Mut gekostet, bei dir anzurufen. Ja, super. Ja, toll, dass du es gemacht hast. Ja, und zwar stehe ich auf Zahnspangen. Du stehst auf Zahnspangen? Ja. Was heißt das? Also ich trage beim Sex gerne Zahnspange und möchte das auch, dass der Partner das auch trägt. Das ist ja schrill. Ja. Ja, das finde ich sehr schrill. Ja. Du stehst auf Zahnspangen beim Sex. Ja. Hast du im Moment auch eine an? Nee, ne? Nee. Ich dachte gar nicht. Nein. Das würde ja auch nicht passen. Wir machen ja jetzt hier ein normales Gespräch. Genau. Woher kriegst du die? Die muss man sich doch hochaufwendig von irgendwelchen Zahnärzten an? Nee, keine Zahnärzte. Nee, sondern? Da gibt's, im Internet habe ich jemanden gefunden. Ja. Der das genau in diesem Bereich macht. Ja. Und da habe ich mir jetzt auch schon einige bestellt. Einige gleich? Ja. Warum mehrere? Ja. Eine tät's doch auch. Ich meine, die legt man hinterher wieder in Cookie Dent und dann. Nee, wegen der Auswahl auch. Wegen der Auswahl? Für jeden Mann eine andere Spange oder wie? Nee, es gibt aber verschiedene Modelle. Ja. Und da wollte ich schon paar verschiedene haben, damit ich ja nicht das gleiche immer anhabe. Ach so, es gibt verschiedene Modelle, die sehen noch ein bisschen anders aus. Ja. Und sind das, du hast gerade deinen Internetkontakt genannt, ist das jemand, der die neu herstellt? Oder sind ja, das? Ja, nee, es werden wirklich die Zahnabdrücke gemacht, ja, und ja. Es wird wirklich auch angepasst. Genau, also es sind keine gebrauchten Zahnspangen. Nein, keine gebrauchten. Das wäre ja auch ekelhaft. Ja. Ne? Also es wäre nicht so ganz. So, du hast es gerne beim Sex an und du findest es auch scharf, wenn dein Partner auch so ein Ding anzieht. Ja. Hast du im Moment einen Partner? Nein, keinen festen. Keinen festen. Hattest du mal einen, der das mitgemacht hat? Ja. Ja. Und wie hat der reagiert, als er das zum ersten Mal gehört hat von dir? Nee, da stand auch drauf. Dann war es nicht so. Ach, der stand auch drauf? Ja. Und das war Zufall oder wie? Oder habt ihr euch irgendwie durch ein Forum kennengelernt? Ja, durch ein Forum. Ach so. Aber davor hatte ich auch einen Freund und den habe ich das dann auch gebeichtet, gleich nach kurzer Zeit, ich glaube nach 2 Wochen oder ja. So. Und der fand das auch nicht schlimm und hat sich auch eine anfertigt. Sabrina, jetzt erklär mir bitte, ich weiß, dass man so Besonderheiten in sexueller Hinsicht sehr schwer erklären kann. Aber du musst es mir trotzdem versuchen, ein bisschen zu erklären. Ja. Was ist daran geil, beim Sex eine Zahnspange zu tragen? Ja, das ist wie so. Ich stehe persönlich nicht so auf Fesselspiele, aber es sind so wie Fesselspiele im Mund. Ich habe noch nie eine Zahnspange getragen. Was für ein Gefühl ist das im Mund? Ja, man hat doch so den Mund fast voll, aber doch nicht voll. Ist das so ein Gefühl, als ist das auch so ein, ja, sind die Zähne eingepresst? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, so leicht. Und das hat so ein bisschen was Gewaltausführendes, dieses ein... Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Kann man denn, da ich keine Zahnspangen getragen habe, weiß ich das nicht, die hat man oben und unten, ne? Oder nur oben? Nee, oben und unten. Oben und unten. Ja. Kann man damit küssen? Ja,
Ja. Ja. Sogar sehr gut. Sogar sehr gut. Kann man damit, du weißt, was ich jetzt fragen will. Ja. Geht auch. Oh, ja. Und da läuft der Mann nicht schreiend weg, wenn nein, da so... Nein, das ist doch bis jetzt nicht passiert. Ich bin auch nicht schreiend weggelaufen, gell, Domian? Nein, ich stelle mir das gerade als Mann vor, wenn die Frau eine Zahnspange oder ja, Zahnspange... Ja gut, aber der Mann macht das ja dann auch. Na schon, aber die Frau, ich spiele jetzt auf den Oralverkehr an. Wollen ja, wir's? Ich auch. Ja, und ich stelle mir gerade so viel Draht um das beste Stück vor. Das ist nicht so angenehm. Oder ist es vielleicht gerade da, ist das gerade angenehm vielleicht? Nee, ist angenehm. Und wenn man es richtig macht, dann passiert da auch nichts. Ja. Und ich meine, für den Mann ist es ja auch ein prickelndes Gefühl. Da ja. Muss mir dann noch mehr vertrauen. Ja, aber wehe, du beißt dann ein bisschen zu fest zu. Dann ist es nicht mehr schön. Passiert aber auch nicht. Passiert nie. Nein. Hast du die Zahnspange immer an, wenn du dich selbst befriedigst? Ja. Ja. Das heißt, das gehört unbedingt für dich zur Sexualisierung, um so in Sexstimmung, erotische Stimmung zu kommen, gehört die Zahnspange dazu. Ja. So. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass du 23 Jahre alt bist. Mhm. Und wann hast du das denn entdeckt, dass dich das irgendwie scharf macht? Also ich glaube, das war so mit 13, 14. Hast du dir mal selbst eine getragen? Also nein, ich hatte immer perfekt gerade Zähne. Das war ist ja immer noch, auch neidisch auf die anderen. Ja, das ist ja noch komischer, wenn du jetzt schon mal früher als Kind hättest einen tragen müssen, hätte man das ja noch nachvollziehen können. Dass ja. Du da, aber nein, du hast keine getragen. Nein. Ja. Ja, und wie mit 13, 14, wie das ja, heißt? Ja gut, das habe ich dann so zur Seite gelegt, ja. Noch halt ein bisschen so im Hintergedanken gehabt, dass ich doch immer gerne eine Zahnspange getragen hätte. Aber wie kommt man auf die Idee? Nur auf die Idee. Ja. Du hast es ja noch nicht ausprobiert. Wie kommt man auf die Idee mit 13, 14, 15, dass man es vielleicht erotisch fände, wenn man selbst eine Zahnspange trüge? Wie kommt man auf die Idee? Das weiß ich nicht. Bis heute nicht. Ja. Das kann ich nicht erklären. Es war einfach irgendwie da. Ja. Mhm. Ja. Wann hast du dir deine erste Zahnspange gekauft? Ja. Eine feste. Die erste war eine feste. Was heißt feste? Ja, die was fest drauf war. Ach so, die hast du dir vom Zahnarzt fest... Nein, nicht vom Zahnarzt. Damals auch von irgendjemandem? Ja. Wie alt warst du da? 20. 20, also die erste war eine feste. Ach so, dann hast du von dem 13., 14. Ja. Lebensjahr bis zum 20. gewartet, bis du dir dann eine gekauft hast. Ja. Ja, und die war gleich eine feste. Genau. Und die kann man dann nicht rausnehmen, heißt das? Nein, kann man nicht, nein. Wie lange hast du die getragen? Nur 2 Wochen. Das ging wegen dem Beruflichen nicht. Was machst denn du beruflich? Ich bin selbstständig im Gastronomiebereich. Ja, das geht ja nicht mehr zum... Nee, das geht wirklich nicht. Nee. Kurze Zwischenfrage, gehört nicht direkt zum Thema. Wenn man so eine feste Zahnspange trägt, ja. Wie ist denn das mit der Hygiene? Sammelt sich denn nicht so ein halbes Pfund Wurst und Käse und weiß ich was alles zwischen den... Kriegt man das gut sauber? Ja, natürlich kriegt man es sauber. Die anderen kriegen es ja auch sauber. Es ist ja die gleiche wie die anderen. Ja, ich wollte auch nur so grundsätzlich fragen. Ja, weil ich, nee, doch. Das geht. Mhm. Ja, ja, das geht. Ja, wie viel Geld hast du schon in Zahnspangen investiert? Ui. So 2.000 Euro. 2.000 Euro? Ja. Gibt es denn viele Leute, du hast dich da schon in entsprechenden, hast du gerade angedeutet, in entsprechenden ja. Foren rumgetrieben. Gibt ja. es viele, die so eine Leidenschaft haben? Ja, mehr Männer aber. Mehr Männer? Ja, da habe ich auch dann das Glück, ja, habe eine größere Auswahl. Stimmt, das ist ganz passend. Also soweit ich weiß von den anderen, so Dings, die Frauen, die trauen sich noch nicht so, ja? Ja. Mhm. Du hast gerade zu mir gesagt, das war eine große Überwindung, hier anzurufen. Ja. Kann ich gut verstehen mit so einem doch eher ungewöhnlichen Thema. Ja. Wer weiß das so in deinem Umfeld, außer die Männer, mit denen du das schon praktiziert hast? Keiner. Keiner. Das, ja, Hut ab, dass du dich getraut hast, hier anzurufen. Ja, jetzt werden es bestimmt ganz viele. Gab es denn auch schon Reaktionen von Männern, die dich angeguckt haben und die Welt nicht mehr verstanden haben, nach dem Motto, wie bitte, Zahnspange? Nein. Nein? Nein. Hast du aber sehr tolerante Männer. Aber ehrlich, gell? Aber hallo, ehrlich. Und ich weiß, wo man suchen muss. Und der eine, der den du so auf die Idee gebracht hast, der hat ja. dann auch Gefallen dran gefunden. Ja. Mhm. Ob er es jetzt immer noch macht, das weiß ich nicht. Ja, aber das wäre die Frage, ne? Ob er wirklich ja. grundsätzlich gefallen oder ob er es dir zuliebe gemacht hat. Ja. Während des gesamten
erotischen Spieles während des gesamten Aktes habt ihr die Zahnspangen an. Ja. Ne? Werden die danach sofort rausgenommen? Oder? Ja, so. Nicht sofort, aber. Aber dann schon eher raus. Ja. Also dann haben die auch nichts mehr zu suchen. Nee. Aber das spätestens am nächsten Morgen, gell? Naja, wenn man schon kaputt ist. Ja, ja. Gibt es besondere Sachen, so Sexsachen, die du vielleicht erzählen kannst, wenn es nicht zu pornografisch ist, die man besonders gut mit Zahnspangen machen kann? Die Oralbefriedigung. Die Oralbefriedigung. Mhm. Da lag ich da gerade schon mal richtig, ne? Obwohl genau, ich das so mit Angst befragt habe. Ja. Also das ist schon von beiden Seiten aus dann schon der Renner. Mhm, das, genau. Was ist das? Stahl, ne? Oder Draht oder was ich zu spüren. Irgendwie sowas. Also Sabrina, ich wäre mal interessiert, wie viel, das würde ich nie rauskriegen, wie viele Menschen so prozentual darauf stehen. Hast du sonst irgendwie noch einen Fetisch oder bist du sonst stinknormal? Nee, sonst bin ich ganz normal. Ja. Aber ich denke mir, es sind ganz viele. Ich bin ja oft, also da, wo ich meine Zahnspangen bestelle, darf ich das sagen, wie das heißt? Nee, sag mal nicht. Nee, sag mal nicht. Nee. Darf ich nicht? Nee, wäre besser. Okay. Ich dachte für die anderen vielleicht. Achso, nee, das sollen die mal selbst rauskriegen. Das kriegen die sicher raus über die Foren und so weiter. Mhm. Ja. Ja, Sabrina, ich danke dir sehr herzlich für deine Offenheit. Danke, Domian. Fand das sehr interessant. Ja. Und ich werde wahrscheinlich demnächst immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich Leute mit Zahnspangen auf der Straße sehe. Wobei ich denen wahrscheinlich sehr Unrecht tue, denn die müssen das aus medizinischen Gründen tragen. Aber das muss für dich doch, noch eine Frage zum Schluss, wenn du jemanden auf der Straße siehst mit einer Zahnspange, das muss für dich doch der Renner sein. Ja, ist es auch. Da wirst du doch ganz rattig, oder? Jungen Kindern oder? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du so einen knackigen Kerl zufälligerweise mit Zahnspange siehst, gehst du doch ab wahrscheinlich innerlich, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Doch. Ja. Ja, kann man dann auch verstehen, wenn man sich da so reindenkt. Ja. Sabrina, danke für deine Offenheit. Das war sehr nett, mit dir darüber gesprochen zu haben. Mhm, danke. Und alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir und schönen und richtig tollen Zahnspangen-Sex. Dankeschön, Domian. Alles Gute, tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sabrina. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Anrufer hatten mit dem Zahnspangen-Fetisch. Vielleicht einmal, aber das ist sehr lange her, ich kann mich kaum erinnern. So, ihr Lieben, ja, also wenn ihr gerne mit mir auch reden wollt, egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema, auf diesen Tag habe ich gewartet. Ich möchte mit euch über besondere Tage sprechen, die ihr sehr ersehnt habt, herbeigesehnt habt oder von denen ihr wirklich dann gesagt habt, dass war ganz wichtig, dass dieser Tag nun endlich in mein Leben trat und ich habe da etwas ganz Bestimmtes getan. Also, ich habe auf diesen Tag gewartet, das ist unser Thema morgen. Nun geht es weiter, frage ich meine Regie, mit dem Manuel. Und Manuel ist 18 Jahre alt. Hallo Manuel. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Manuel, mein Lieber, um was geht's bei dir? Ja, meine Sache ist jetzt, sorry, ich bin ein bisschen nervös. Meine Mutter, ich fange mal von vorne an. Hm? Meine Mutter war vor 18 Jahren von meinem, ich sag jetzt mal, meinem Vater getrennt, den ich als meinen Vater ansehe. Mhm. Und in der Zeit hat sie einen Kerl kennengelernt und dachte auch, das könnte was werden, dies und das und jenes. Mhm. Und der hat sie geschwängert. Mhm. Und ich bin rausgekommen. Mhm. So, er ist in der Zeit, wo sie schwanger war, abgehauen. Und hat sich um nichts mehr gekümmert, gar nichts. Mhm. Meine Mutter ist wieder mit meinem anderen Vater zusammengekommen, also... Von dem du gedacht hast, es sei dein Vater? Ja, genau. Mhm, ja. Und da kam noch ein kleiner Bruder bei raus. Und ihr seid dann zusammen, wart eine Familie? Ja, genau. Und da bist du groß geworden, so bist du groß geworden? Ja, genau. Hast du diesem Mann auch immer Papa gesagt? Ja, auf jeden Fall. Ja, und wusstest lange Zeit nicht, dass das nicht dein Vater ist? Bis vor circa 4 Jahren. Bis vor 4 Jahren. Da warst du 14. Wie ist das rausgekommen? Das ist so rausgekommen, meine Mutter hat mich irgendwie mal zufällig darauf angesprochen. Wie? Ja, von wegen, was jetzt wäre, wenn ich erfahren würde, wenn das und das wäre. Naja, so zufällig war das denn nicht. Dann hat sie schon versucht, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ne? Also. Ja. Und dann hat sie mir das erzählt, aber sie wollte mir keinen Namen nennen, bis ich 18 bin. Ach,
Aber da warst du wahrscheinlich irre neugierig schon damals, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Aha. Das war richtig heftig. Warst wahrscheinlich auch enttäuscht, dass der Mann, den du als deinen Vater angesehen hast, nicht dein Vater ist. Ja, und im Nachhinein habe ich auch mal so rausgekriegt, nach und nach, dass meine Mutter zum Beispiel den Unterhalt einklagen musste. Ja. Und letztes Jahr habe ich rausgekriegt, wie der Typ heißt. Genau, also sie hat gesagt, bis du 18 bist, sage ich dir nichts. Ja. Jetzt hast du 4 Jahre ausgeharrt, hast dir 1000 Gedanken gemacht. Mhm. Und jetzt erzähl. So, meine Mutter hatte mir damals irgendein Formular gegeben, weil ich irgendwas unterschreiben musste. Und da stand drinne, von wem ich Unterhalt kriege, dies und das. Mhm. Stand Name drinne und der Ort. Ich natürlich total geschockt. Der wohnt einen Ort weiter. Aha. Mhm. Das ist der Hammer. Mhm. Und ich habe jetzt auch inzwischen ein Foto von ihm. Aha. Hat sie mir auch gegeben jetzt. Ja. Und die Sache ist jetzt die. Ich bin seit einem Jahr am Munkeln. Ich wollte jetzt meine außenstehende Meinung einholen. Mhm. Weil ich habe schon so viele Leute gefragt und dies und das und jenes. Und ich habe, wenn ich jetzt mir mal überlegt habe, morgen gehst du mal hin, war es am nächsten Tag wieder so, nee, das bringe ich nicht. Du, ich habe es zeitlich nicht ganz auf die Reihe bekommen. Du weißt das jetzt doch schon seit einem Jahr, wer das ist. Wer das ist, genau, ja. Ja, und bist seit einem Jahr so am hin und her gerissen, fühlt sich hin und her gerissen. Ja. Soll ich da hingehen, soll ich ja nicht hingehen? Ja, und deswegen stehe ich ständig unter Druck. Und deshalb stehst du unter Druck? Ja. Verstehe ich. Kann ich verstehen. Die Neugierde ist ja auch groß. Auf jeden Fall. Mhm. Du hast ein Bild von dem gesehen. Ja. Du hast den aber real noch nie gesehen. Ich ihn ja, er mich aber nicht. Und du hast den auch erkannt dann auf der Straße, ja, oder auf wo jeden Fall. Das war? Durch das Foto wusste ich ja, wie er aussieht. War das ein Zufall oder hast du ihm aufgelauert? Das war Zufall. Purer Zufall. Ich war auch geschockt wie sonst dann was. Ging dir ein Stich durchs Herz wahrscheinlich? Auf jeden Fall. Mhm. Weißt du denn irgendetwas über diesen Mann, wie der lebt, ob der Kinder hat? Und ich habe noch 2 Halbbrüder. Mhm. Die sind beide schon über 30, weil er ist jetzt, ja, ist er, der müsste jetzt 67 sein. Oh. Mhm. Ja. Mhm. Und er ist wohl wieder mit der Frau zusammen. Ja. Weil der war damals ja auch schon verheiratet. Ja. Und das ist eigentlich alles, was ich weiß. Was hat denn deine Mutter dir von dem erzählt und über den erzählt? Eigentlich nichts Positives. Aber ich glaube, dass sie Angst davor hat, dass ich ihm begegne. Hat sie das... Vermutest du das oder hat sie das sogar gesagt? Ich vermute das. Ja, weil sie... Weil sie ständig schlecht redet von ihm. Ah ja. Oder gar nicht erst über das Thema. Und sie lenkt immer ab von dem Thema. Das ist so eine Situation. Du hast eine ganz enge Bindung zu deiner Mutter, du kennst die Version deiner Mutter und dieser Mann steht da in so einem Nebel ne, und steht auch erstmal im schlechten Licht. Ja. Ne, klar, weil die Mutter ihn schlecht redet. Vielleicht ist er ja auch nicht in Ordnung, weiß man nicht. Naja, das ist so. Aber vielleicht sind da auch ganz seltsame Sachen vorgefallen, die auch mal interessant wären, aus seiner Warte zu hören. Genau. Sag das nochmal mit den Unterhaltszahlungen. Wie ist das all die Jahre gelaufen? Ja, so wie meine Mutter mir jetzt erzählt hatte, musste sie den Unterhalt damals einklagen, weil er nicht zahlen wollte. Mhm. Aber dann hat er gezahlt. Ja, weil sie halt geklagt hat. Ja. Mhm. Und du weißt auch nicht, ob er jemals irgendwie versucht hat, mit dir Kontakt aufzunehmen und ob das unterbunden wurde von deiner Mutter. Damals, vor, wie alt war ich da, 3, da weiß ich nicht viel von. Mhm. Da sind wir ihm wohl irgendwie bei einem Getränkehandel begegnet und er ist angeblich vor mir weggelaufen. Mehr weiß ich auch nicht. Hat deine Mutter gesagt? Ja, weil er wohl, sie meint, er ist eine freie Sau. Ja. Also, wenn ich du wäre, wäre ich auch sau und neugierig. Das ist völlig normal. Das ist mein Vater und da will man wissen, was da los ist. Und man will auch seine eigenen Wurzeln kennen. Naja, genau, das ist es ja. Ich würde mit ihm Kontakt aufnehmen. Ich würde ihm erstmal schreiben. Ich finde, finde ich ja. Wenn man da anruft oder plötzlich vor der Tür steht, dann ist das wirklich, walzt man jemanden so nieder. Wenn man schreibt, dann kann man dem auch eine Chance geben, ordentlich zu reagieren. Mhm. Wenn er sich nämlich dann gar nicht meldet, ist das ja auch eine Aussage. Wenn er sich aber dann auch bei dir meldet, dann heißt das, dass er auch wirklich, dann ist das Eis vielleicht gebrochen, dass er das auch wirklich will. Mhm. Auf jeden Fall. Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Und du wüsstest Bescheid um deinen Vater und hast vielleicht sogar die Chance. Wer weiß, die Menschen ändern sich, vielleicht tut ihm das auch leid, was damals passiert ist. Und du hast die Chance, vielleicht zusätzlich noch einen Menschen in dein Leben hineinzubekommen, der dir dann auch sehr wichtig wird. Schlecht wäre es nicht. Genau. Sagen wir es mal so. Ja.
Aber du musst natürlich auch damit rechnen, dass er zumacht. Und aber dann, also ich finde es so wichtig, dass du für dich sagen kannst, vielleicht auch für später mal, wenn dieser Mann mal tot ist, dass du sagen kannst, ich habe von meiner Seite aus alles versucht. Er wollte nicht. Es wäre ganz blöd, wenn du älter bist und dir dann Vorwürfe machst und denkst, ach, hätte ich doch mal damals, hätte ich ja, doch mal. Ja, genau. Ja? Du kannst ja einmal schreiben, ich würde dann vielleicht auch nochmal schreiben, aber dann ist irgendwann auch klar, wie er tickt und was er von dir hält und was er machen möchte. Mach den ersten Schritt, Manuel, gar keine Frage. Danke, Domian. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke, danke. Tschüss. Ich wollte noch was fragen. Ja. Kann ich Autogramm kriegen? Ja, dann musst du auflegen und wir rufen an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und weiter geht es mit der Wiebke. Und Wiebke ist 24. Hallo Wiebke. Hallo Domian. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, meine Freundin, die wird geschlagen. Und ich habe das selber durchgemacht. Von wem wird deine Freundin geschlagen? Von ihrem Freund. Ja. Ja. Und das ist so, ich habe das selber durchgemacht. Ich bin mit meinem Ex seit ein paar Monaten auseinander. Ja. Und du bist auch geschlagen worden? Ja, und... Oft, viel? Ja, so dreimal die Woche. Oh Gott, oh Gott. Und ja, wie lange warst du mit ihm zusammen? Knapp 2 Jahre. Und das ging fast die ganze Zeit so? Ja, ja, im Nachhinein ging das dann fast die ganze Zeit so. Und das Ding ist jetzt das... Mich hat das auch Überwindung gekostet, hier anzurufen. Aber ja, als der heute Abend mit dem Messer auf sie losging, da wusste ich nicht mehr weiter. Da wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Weil warst du dabei? Ja. Du warst dabei. Und er ging mit einem Messer auf sie, also sprich auf deine Freundin, los. Ja. Warum? Ja, das sind Kleinigkeiten. Der geht manchmal alleine schon deswegen auf sie los, weil sie nur am Heulen ist. Mhm. Wie lange sind die wiederum zusammen? 4, 5 Jahre. 4, 5 Jahre schon. Und dieses Elend geht auch schon sehr lange? Nee, eigentlich nicht. Die hat vorher, bis vor einem halben Jahr, hat die bei ihren Eltern gewohnt. Und da war das noch ruhig? Ja, er auch. Und da war das noch nicht. Ah ja. Und aber jetzt in diesem letzten, halben Jahr ist das auch sehr geballt aufgetreten. Ja. Und ich weiß jetzt einfach nicht, was ich machen soll, weil ich kenne das Problem selber. Ich habe mit ihr eigentlich noch nie richtig darüber gesprochen, obwohl ich immer dabei war. Wie war denn das gerade? Du warst dabei, er geht mit dem Messer aus sie los. Wie ging die Geschichte dann weiter? Ja, was heißt, wie ging das weiter? Ich habe den Mund gehalten und gar nichts gemacht, ne? Weil ich nicht will, dass er kontrolliert sie ja total. Und ich will nicht, dass er sie davon abhält, dass sie mit mir zu tun hat. Verstehe, aber nochmal, die Situation... Er geht mit dem Messer auf sie los. Hat sie sich gewehrt? Hat er denn von ihr abgelassen? Hat er sie verletzt? Was ist geschehen? Ja, also verletzt hat er sie nicht, ne? Der hat die nur mit einem, also was heißt nur, der hat die halt mit einem ziemlich großen Messer halt eben bedroht, ne? Und hat er wieder abgelassen von ihr? Ja. So, nochmal eine kurze Schlenker auf deine Geschichte. Du hast auch Gewalt in der Beziehung erlebt, über einen langen Zeitraum, wie du gerade erzählt hast. Ist die Beziehung beendet worden durch dich? Hast du gesagt, nein, ich will es nicht mehr? Ja. Wie kam die Entscheidung? Du hast es ja ziemlich lange erduldet. Warum hast du dich dann entschieden und hast gesagt, nein, nicht mehr? Ich habe ihn kennengelernt. Da war ich gerade dabei, meine Ausbildung zu verlieren. Meine Ausbildungsplatz. Also mir ging es derzeit ziemlich mies. Also, ja, es hat mir das gefehlt, was den meisten fehlt, die sich schlagen lassen, ne? Selbstwertgefühl halt eben. Und das war dann plötzlich, dann war es da? Oder war der... Mein Dad war der Auslöser. Ah ja. Der hat irgendwann zu mir am Telefon gesagt, als ich mal wieder total fertig angerufen habe, wenn ich wegen ihm im Krankenhaus landen würde, würde er mich nicht mehr bei Besuchen kommen. Und das hat dir die Augen geöffnet? Ja. Innerhalb von 2 Wochen war ich raus aus der Wohnung. So, jetzt versuche du doch, die Rolle deines Vaters bei deiner Freundin zu spielen. Das ist ja das Problem. Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht den Einfluss, den mein Vater bei ihr hatte. Natürlich nicht. Aber du sagst, ihr seid enge Freundinnen. Ja, und das Problem ist ja, ich weiß ja selber, ich sag mal so, ich weiß ja selber, was einem fehlt, wenn man sowas mit sich machen lässt. Und das Ding ist halt, ich hab mich da schon mal versucht ranzutasten. Es ist halt einfach so, von außen auf einen einzureden, das bringt gar nichts. Es ist ja das Selbstgefühl, Selbstwertgefühl, was einem
halt eben fehlt. Und ich weiß ganz genau, deswegen halte ich auch den Mund. Normal wäre ich da am liebsten heute dazwischen gegangen. Das war der pure Horror für mich. Nur okay, dazwischengehen ist doch wieder eine andere Sache, als eingehend mit der Freundin sprechen. Ist das deine beste Freundin? Nee, das kann man jetzt so nicht aber sagen. Aber es ist eine gute Freundin. Ja, sie tut mir halt sehr, sehr leid. Ne? Ja. Und es gibt auch Momente oder mal Stunden oder mal einen Abend, wo ihr beide alleine seid, wo er nicht dabei ist. Ja, und da habe ich ja schon mal versucht, durch die Blume das anzusprechen. Habe aber auch gleich gemerkt, dass sie ihn verteidigt. Und da habe ich das dann wieder gelassen. Weiß sie also, eigentlich von deiner Geschichte? Weiß sie, dass das weiß sie. Das weiß sie. Sie weiß, dass du auch geschlagen wurdest und sie weiß, dass du dich getrennt hast. Ja, genau. Mhm. Nur, ich habe das Thema halt mal angesprochen. Also es war zum Beispiel, da hatten die gerade wieder so eine krasse Situation. Mhm. Und dann habe ich mal versucht, das durch die Blume anzusprechen, so nebenher halt. Mhm. Habe aber gleichzeitig was Gutes halt über ihn gesagt, als ob das mehr so beiläufig angesprochen. Da habe ich aber gemerkt, sie hat das zwar bejaht, hat ihn aber auch sofort verteidigt. Und da habe ich gemerkt, dass sie noch nicht so weit ist. Ne? Mhm. Und ich würde Wiebke Folgendes machen. Ich würde, wenn die Situation, die war ja nun sehr heftig heute Abend. Ja. Du warst dabei und das ist vielleicht auch ein ganz guter, in dicken Anführungszeichen, Anlass, nochmal ein Gespräch zu suchen. Ich würde es nicht durch die Blume ansprechen. Ich würde es ganz klar und offen sagen, wie du das empfunden hast. Ich habe Angst, dass er sich zurückzieht. Mhm. Ja, aber vielleicht muss man auch mal so eine Grenze überschreiten, damit sie wirklich weiß, dass sie da einen Ansprechpartner hat. Ich vermute mal fast, dass die überhaupt niemanden hat, mit dem sie darüber sprechen kann. Ihre Eltern, aber die wohnen auch gleich hier um die Ecke. Aber ich habe das Gefühl, dass ihre Eltern, die machen zu viel Druck gegen den, also dass sie zu viel gegen ihren Freund reden, statt ihr Selbstbewusstsein zu geben. Wie könnte man ihr denn Selbstbewusstsein geben? Du kennst sie gut. Ja, zum Beispiel so eine Sache ist jetzt, und das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt Panik vor habe, weil in den letzten Tagen habe ich so richtig mitgekriegt, dass er sie auch manchmal zwingt, nicht zur Ausbildungsstelle zu gehen. Mhm. Und ich denke mal nicht, dass ihre Eltern ihr Selbstbewusstsein geben. Ich denke mal, die reden nur auf sie ein, trenn dich, ne? Mhm. Statt ihr halt irgendwie, ich sag mal so, sie daran zu erinnern, was sie eigentlich wert ist. Also nicht dagegen zu reden, sondern... Ja, das kannst du ja zum Beispiel machen. Du kannst doch zweigleisig fahren. Du kannst doch auf der einen Seite so zu ihr sprechen, dass es ihr wirklich gut tut. Du wirst das wissen, wie, dass sie auch etwas mehr Selbstvertrauen gewinnt. Mhm. Und du kannst gleichzeitig ihr die Tür öffnen, dass sie sich dir anvertrauen kann. Mhm. Dass sie vielleicht all das, was du auch noch gar nicht weißt, dass sie ihr Herz dir mal ausschütten kann. So, und dann muss natürlich schon die Richtung sein, dass du einfach auch du kannst ja auch von deinen Erfahrungen berichten, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass man so einen Menschen verlässt. Mhm. Du könntest ihr sogar auch anbieten oder vielleicht vorschlagen, wenn sie damit nicht so zurechtkommt, dass sie vielleicht sogar zu einer Beratungsstelle geht. Mhm. Vielleicht, ich weiß es nicht, es ist ja nur so eine Idee. Aber dass du es ihr einfach mal alles so hinlegst. Dass sie es im Kopf hat und dass wenn sie eine tapfere Minute findet, dass sie dann dazu packt, dass sie dann dich anruft oder dass sie bei der Telefonnummer, wir werden dir gleich mal noch ein paar Sachen geben, die du ihr vielleicht auch geben kannst, dass sie sich dahin wendet. Mhm. Mehr kannst du dann auch nicht tun. Du kannst sagen, ich bin für dich da. Du kannst sagen, jetzt ich helfe. Ist das schlimm, ich kann die Situation nicht eingreifen, weil dann wird er sie zwingen, von mir Abstand zu nehmen. Genau. Das ist auch schon völlig in Ordnung. Du musst einfach da auch Vertrauen schaffen zwischen euch beiden. Oh. Wenn sie so eine ängstliche Person ist, dass sie weiß, du richtest dich nicht direkt gegen ihn, weil das wieder eurer Freundschaft schaden könnte. Ja. Tust ja, und ich hast ja heute auch nicht gemacht. Du warst ruhig. Also ich habe jetzt zu ihm, also ich stehe ihm gegenüber jetzt anders. Ich fand ihn am Anfang ganz nett, aber das habe ich halt nicht gezeigt, ne? Mhm. Weil das, sonst... Ja, aber ja. Wenn du mit ihr alleine bist und ihr ein offenes Gespräch führt, dann musst du natürlich auch klar deine Meinung sagen. Und die ist ja auch klar. Das ist ja nicht deine Meinung. Das ist ja, finde ich, was Objektives. Was objektiv Schlimmes, was da passiert. Da geht es nicht mehr um Meinung und Einschätzung. Mhm. Ich würde dir gerne erstmal eine Psychologin mal geben, die dir ein paar Sachen an die Hand gibt, die du einfach mal deiner Freundin hinlegen kannst, wenn sie in Not ist, dass sie vielleicht entscheidet, sich von sich aus dahin zu wenden. Mhm.
Und du kann, vielleicht kann dir meine Psychologin auch noch ein paar Tipps geben, wie du ganz geschickt auch an sie rankommst. Okay. Ja, liebe Wiebke, du legst bitte auf und Simone, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Gut, tschüss. Ihr Lieben, wir haben hier in Köln diese Woche noch die Lit Cologne. Das werden nicht alle wissen draußen im weiten Lande, was das ist. Lit Cologne ist so eine Art ganz große Literaturmesse. Es ist keine Büchermesse, sondern Literaturmesse. Die Stadt ist voll von Schriftstellern, von Literaten, von Schreibern, von Autoren. Es finden Lesungen statt, es finden Aktionen statt. Also das ist eine ganz tolle Sache, die gibt es hier. Es gibt es hier in Köln jetzt seit ein paar Jahren und jedes Jahr wird es mehr und dieses Jahr ist es sehr lang. Und da haben wir gedacht, wir müssen irgendwie auch uns an der Lit Cologne beteiligen und haben dann folgende Idee entwickelt. Diese Woche Freitag, also jetzt kommenden Freitag, haben wir vier prominente Menschen eingeladen. Und haben denen gesagt, passt mal auf, wir laden euch ein, hier in unser kleines schnuckeliges Domian-Studio. Und ihr lest ganz einfach etwas aus euren Lieblingsbüchern vor und erzählt vielleicht ein bisschen. Und meine Gäste am Freitag werden sein Ralf Morgenstern, dann Moritz Zielke, das ist der Momo aus der Lindenstraße, dann Knacki Deuser und der RTL Mann Markus Lanz. Das ist unser Beitrag zur Literaturmesse diese Woche Freitag hier bei uns bei Domian. Jetzt ist Katja hier und Katja ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Katja. Ja, hi, Jürgen. Hallo. Ja. Deswegen rufst du an? Ich habe dich, ich glaube, das schon mal angerufen. Das war schätzungsweise im April, Mai 2005. Und zwar ist vor genau 386 Tagen mein, Mann gestorben. Wir hätten eigentlich dieses Jahr heiraten wollen. Wir waren 6 Jahre lang zusammen und er starb am 10. Februar an einem Herzinfarkt. Wir haben zusammen geschlafen und er starb praktisch ja direkt in meinen Armen nach seinem Orgasmus. Und wie alt? Er war 49. Ja. Also nicht wirklich alt. Ja. Er hat weder geraucht noch getrunken. Er war, körperlich absolut fit. Und war er herzkrank gewesen? Ich weiß es nicht. Wenn er es war, dann hat er es mir nicht gesagt. Obwohl ihr 6 Jahre zusammen wart, dann kriegt man das ja eigentlich so mit, ne? Er hat grundsätzlich alles, was mit Krankheit und Tod und so weiter zu tun gehabt hat, immer mit sich selber ausgemacht. Er war so der Typ Mann, ja, der gesagt hat, das ist mein Ding, ich stehe das irgendwie selber durch. Und er hätte auch gewusst, dass mich das sehr mitgenommen hätte. Und ich denke mal, dass er das schon mit Rücksicht, mit falscher Rücksichtnahme auf mich eben nicht gesagt hat. Aber was für eine unfassbare Situation. Ihr beiden schlaft miteinander und danach sackt er quasi auf dir oder neben dir zusammen und ist tot. Sofort, ja. Er war sofort tot? Ja. Was hast du da gemacht? Hast du es überhaupt kapiert oder realisiert? Ich habe es erst nicht realisiert. Ich habe gedacht, er hätte vielleicht einen Schlaganfall und habe ihn dann umgedreht auf den Rücken und habe erst Wiederbelebungsversuche versucht. Ich habe ihm also Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben, habe versucht, das Herz zu stimulieren und habe dann aber, ich glaube, schon nach 1,5-2 Minuten sofort den Notarzt gerufen. Und das hat endlose Stunden, so kam mir das vor, gedauert, bis sie endlich hier waren. Obwohl es wahrscheinlich nur 10 Minuten waren. Ja. Die haben ihn dann vom Bett runtergeholt und diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich glaube Defibrillator. Die haben also versucht, ihn wieder zu beleben. Ich saß so ein Stück entfernt, die wollten versuchen, die Tür zuzuhalten, aber irgendeiner ging dann immer wieder rein und raus und dann konnte ich halt sehen, wie seine Beine immer wieder hochschnellten aufgrund von diesen Elektroschocks und ich habe das hat gedauert, bis ich das überhaupt realisiert habe, dass er tot ist. Ich glaube, es war 3 Tage, bis ich das überhaupt begriffen habe. Haben die ihn dann noch mit in die Klinik genommen oder haben die gesagt, wir können nichts mehr machen? Die haben nichts mehr machen können. Die haben ihn dann gleich in dieser Zinkwanne raus
getragen. Mhm. Mhm. Und ich hatte damals angerufen, ich glaube, es war April oder Mai. Mhm. Du hattest mir damals geraten, weil ich überhaupt nicht damit klarkam. Ja, und letztes Jahr heute noch nicht damit klarkomme, einen Psychotherapeuten, Psychologen aufzusuchen, ja. Was ich auch gemacht habe. Ja. Aber es hat letztlich für mich persönlich nichts gebracht. Mhm. Das gipfelte dann darin, dass ich am 22. August mich neben seinem Grab versucht habe umzubringen. Ich habe Schlaftabletten genommen. Ich weiß nicht, wie viele, keine Ahnung, ich war also de facto klinisch tot. Man musste mich dann auch künstlich beatmen und ich hatte dann, wenn sich das auch total verrückt anhört, während dieses klinischen Todes das Gefühl, dass er mich praktisch zurückschubst. Es war immer jemand da, der gesagt hat, Katja, atme, atme, atme. Irgendwann bin ich dann auch wieder angefangen zu atmen. Zurückschubst ins Leben. Ja, also ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe auch nachher meine Eltern gefragt, die waren natürlich bei mir auf der Intensivstation, die konnten aber nicht direkt an mich ran und auch der behandelnde Arzt sagte im Nachhinein, er hätte also nicht mit mir insofern gesprochen. Mhm. Er hätte mich also nicht mit Vornamen angesprochen und ich hatte ganz stark das Gefühl, dass er es war. Ja. Aber es gab dann ja so eine Zeit, so ein Auf und Hoch. Und heute, warum auch immer, ich weiß es nicht, bin ich also wieder völlig zusammengebrochen. Ich kann mir das auch überhaupt nicht erklären, warum und wieso. Mhm. Ich habe so von 10 bis 11 Uhr nichts anderes getan, als mich in das Hemd praktisch rein zu kriechen, dass er an dem Tag angehabt hat, bevor er starb, und habe da reingeheult und reingeschrien. Und das ist heute Abend passiert. Heute Abend. Ja, oder gestern Abend. Wir haben ja schon. Ja, sicher. Also gerade eben quasi. Dienstag. Hm. Es nimmt einfach kein Ende. Es sind aber auch erst 386 Tage, hast du gesagt. Ich finde, das ist nicht eine lange Zeit, wenn man so ein Unglück verwinden muss. Ich finde das, was du gerade erzählt hast, sehr berührend. Nämlich diese Vision, was immer das auch gewesen sein mag, die du im Koma oder in was das wiederum war, erlebt hast. Dass er dich zurückgestoßen hat oder geschubst hat. Das finde ich so eine irre Wahrnehmung, die du gehabt hast, woher die auch kommen mag. Wir müssen jetzt nichts Mystisches da reindeuten, aber es ist völlig egal, woher wir das holen. Aber es ist passiert, du hast es so erlebt. Und aber das Problem da, ist, lass mich einfach was sagen. Ich glaube, da entweder hat dein Gehirn dir gesagt in diesem Moment, das ist Wahnsinn, der will das nicht, dass du stirbst. Oder er hat es dir von oben wirklich signalisiert, wie auch immer. Er hätte es nie gewollt, nie. Weiß ich. Nie. Das er hat drei Monate bevor er starb mit meinem besten Freund gesprochen. Mhm. Warum auch immer. Ich vermute heute, dass er wusste, dass er krank war. Und er hat zu ihm gesagt, er möchte, dass ich lerne, auf eigenen Füßen zu stehen. Dass ich in der Lage bin, mein Leben ohne ihn zu leben. Mhm. Aber es ist einfach, gerade aufgrund dieser Erfahrung, ist diese Versuchung oft so groß, Schluss zu machen, um wieder dahin zu kommen, um wieder zu ihm zu kommen. Weil ich einfach das Wissen habe, dass ich, wenn ich sterbe, ihn wieder sehe. So, nehmen wir das mal an. Du sagst aber im gleichen Atemzug, er würde das niemals wollen. Er will, dass du lebst. Er will nicht, dass du dir das Kostbarste, was du besitzt, dass du dir dein eigenes Leben nimmst. Das will kein Liebender. Und trotzdem spielst du mit dem Gedanken. Ich darf nicht mal mit diesem Gedanken spielen. Ich habe einen Sohn, der ist 12 Jahre. Du hast einen Sohn. Er wird 13 und... Da
Davon war ich jetzt gar nicht. Ich bin eigentlich nur noch für ihn da. Ist das euer gemeinsames Kind? Nein. Aber er hat diese 6 Jahre mit ihm zusammengelebt und er war für ihn quasi Vater. Dann haben wir zwei schlagende Argumente, sich für das Leben zu entscheiden. Nämlich dein Sohn. Das ist mir völlig klar. Mhm. Aber das ändert nichts daran. An deiner Gefühlssituation. Dass immer wieder diese Sehnsucht da ist. So, du warst bei einem Psychologen, sagst du. Ja. Das war kein Psychiater. Nee, es war ein Psychologe. Ja. Und sein Fazit war, dass an all dem nur meine Eltern schuld wären. Also absolut obskur. Ja, das ist völliger Blödsinn, finde ich auch. Ich finde, dass in so einer Notsituation, die du schilderst und in der, du bist ja quasi einem Zwang unterlegen, so kann man das ja sagen, dass eigentlich eine gute psychiatrische Behandlung, möglichst bei jemandem, der auch noch Therapeut ist, richtig wäre, der dich auch medikamentös für die schwierige Zeit behandelt. Das finde ich völlig in Ordnung und auch richtig und auch sinnvoll. Suche dir eine gute psychiatrische Hilfe. Suche sie dir, Katja. Mach es für deinen Sohn und auch für deinen Freund. Du handelst im Sinne von deines Freundes und du handelst natürlich im Sinne deines Jungen, der dich braucht, der seine Mama braucht. Die Mama kann doch nicht gehen, auch wenn die Mama so traurig ist jetzt. Da ist der Sohn. Was natürlich auch ein Riesenproblem ist. Mein Sohn bekommt es ja mit. Mhm. Er bekommt mit, dass ich zwar vordergründig mit ihm schwimmen gehe, mit ihm in den Zoo gehe, mit ihm spiele, was auch immer. Der fühlt das tiefe Unglück. Er fühlt es total. Mhm. Er nimmt mich ganz oft in den Arm und sagt, Mama, sei nicht traurig, ich bin da. Mhm. Und ich muss das jetzt nochmal sagen, ich sage das immer wieder mal, ich empfehle so oft, dass ich sage, ihr müsst zu einem Psychologen in der Therapie. Ich weiß aber sehr wohl, dass es so viele unfähige Leute auch in dieser Szene gibt. Aber ich sage es trotzdem, weil ich der Auffassung bin, dass es oftmals wirklich der einzige Weg ist und man muss sich dann wirklich die Mühe machen, denjenigen Richtigen zu suchen. Und man muss auch radikal urteilen. Wenn das in der ersten halben Stunde nicht funktioniert, dann ist es auch nichts. Das ist natürlich auch mal so eine örtliche Frage, ne? Ja, natürlich, ich weiß. Ich wohne im Ort, da gibt es gerade mal zwei Psychologen. Ja, ja. Also einen Psychologen, einen Psychotherapeuten. Mhm. Und wenn man die dann beide durch hat, und es kommt immer das Gleiche dabei raus, dass meine Eltern schuld sind an was auch immer. Ja, das hat ja letztlich in meiner Situation. Nein, das hilft dir jetzt auch überhaupt gar nicht weiter. Absolut nicht. Ich empfehle dir nochmal ganz dringend, und wir werden dir gleich nochmal behilflich sein, meine Psychologin ruft dich an, wie du das vielleicht auch findest in der weiteren Umgebung, eine gute psychiatrische Behandlung. Du musst auch keine Angst haben vor der Psychiatrie. In der Psychiatrie haben manche Leute immer zucken zusammen und denken, das ist... Ich war nach meinem Suizid 5 Wochen in der Psychiatrie und das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe das nicht als negativ empfunden, absolut nicht. Das waren auch so die einzigen 5 Wochen, seitdem er gestorben ist, wo ich mich wirklich verstanden und aufgehoben gefühlt habe. Also spricht alles dafür, dass man ambulant einen guten Ansprechpartner sucht. Liebe Wiebke, wir versuchen jetzt mal ein bisschen dir zu helfen, nochmal. Mhm. Und hab einfach den Sohn und den Wunsch deines verstorbenen Freundes im Kopf, bei all den Unternehmungen, die du jetzt angehst, eben auch sich für eine psychiatrische Behandlung zu entscheiden. Meine Liebe, du legst bitte auf und die Simone ruft dich an. Und es ist gut, dass du angerufen hast. Vor allen Dingen, wo du gerade gesagt hast, dass es dir so schlecht ging. Das ist gut, dass wir sprechen können. Ja, alles klar. Du legst auf und ich wünsche viel Kraft und alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Ich mach weiter so. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle nochmal unser Thema morgen, ihr Lieben. Das Thema heißt, auf diesen Tag habe ich gewartet. Ich möchte mit euch über Tage reden, die ihr heiß ersehnt habt. Die ihr heiß ersehnt habt. Was immer das auch gewesen sein mag in eurer Vergangenheit. Vielleicht die Entlassung aus dem Knast. Vielleicht der Tag, an dem ihr eine Lotto-Million gewonnen habt und ihr euch ein Leben lang darauf gefreut habt, weil es so nötig war. Ach, es gibt 100.000 Beispiele. Also, auf diesen Tag habe ich gewartet. Unser Thema morgen. Wenn ihr mitmachen wollt, ab 0 Uhr anrufen oder am besten schon
mailen unter domian@wdr.de. Hier ist Heidi und Heidi ist 34. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Heidi. Hallo. Dein Thema. Also ich habe eigentlich gleich für morgen schon das Thema, das lange ersehnte. Ich habe eine Organikrist. Ich habe es gar nicht verstanden. Das nochmal. Was ist dein Thema? Also ich bin eigentlich, habe angerufen wegen dem Thema von letzter Woche, vom Donnerstag zum Organspende. Transplantation und Organspende, ja. Genau, ich habe vor 5 Jahren eine neue Leber bekommen. Ah. Aber das Thema für morgen wäre auch ganz gut, dieses lange ersehnte, dass ich gesund werde. Ja. Vor 5 Jahren eine neue Leber bekommen. Also am 7. Oktober sind es 5 Jahre, ja. Ja. Wie hast du jetzt in diesen 5 Jahren mit dieser neuen Leber gelebt? Eigentlich sehr gut, nur für mein Kind. Nur für dein Kind? Du hast gut gelebt für dein Kind? Ja, weil ich das Kind habe und für ihn da sein muss. Ja, wie alt ist dein Kind? Der ist jetzt 10. 10. Ja. Aber du hast jetzt nicht nur, weil das Kind da ist, sondern du hast das Organ auch akzeptiert? Ja. Also körperlich und psychisch auch akzeptiert? Ja, anfangs, da wollte ich das nicht so, aber das war noch auf der ITS. Was ist wo ITS? Wo ich noch im Krankenhaus lag. Mhm. Aber sonst, danach dann, wo ich dann gemerkt habe, dass ich auf die Normalstation kann und mir geht's besser, ich konnte dann auch schon alleine laufen und so und hab dann ging's dann schon. ITS ist Intensivstation, ne? Ja. Ja. Du musst auch, wie alle transplantierten Menschen, sehr starke Medikamente vermutlich nehmen. Ja. Wie kommst du mit diesen Medikamenten klar? Im Moment sehr gut, weil ich nicht viel nehmen brauche. Mhm. Ich brauche nur 6 Stück am Tag nehmen, morgens 3 und abends 3. Ja. Ja, also ganz... Wir haben das ja vorige Woche schon von verschiedenen Organen gehört. Wie ist das bei der Leber? Wie lange kann man maximal eine fremde Leber haben? Wie lange hält in Anführungszeichen ein fremdes Organ? Also ist eine Leber. Also wenn man die Tabletten immer regelmäßig nimmt, dann ein ganzes Leben lang. Also ein ganzes Leben. Man, ja, also es kommt drauf an, wie man die Medikamente verträgt und so. Mhm. Und bei mir geht es im Moment, ich habe zwar eine Nebenwirkung, aber die nehme ich in Kauf. Mhm. Hast du gerade so gesagt am Anfang, ich könnte eigentlich auch morgen zum Thema anrufen, auf diesen Tag habe ich gewartet oder warte, ja, gesund zu werden. Ja, genau. Das kann man natürlich verstehen, wenn man so eine schwere Erkrankung hinter sich hat oder so etwas hinter sich hat. Aber den Umständen entsprechend geht es dir doch ganz gut, ne? So wie ich das jetzt gerade erfahren habe. Ja, so geht's. Also ich bin oft erkältet und das war vorher nicht so, weil eben der Körper noch sehr schwach ist, obwohl es schon 5 Jahre jetzt fast sind. Also der Körper der braucht lange, 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 um sich zu regenerieren. Eben. Ja. Ja, also das ist schon schwierig. Ich muss dann aufpassen noch. Ja. Was ist deine Hoffnung? Was könnte noch besser werden? Dass ich nicht so oft krank bin, also erkältet bin, also wegen Fieber. Und wenn ich hohes Fieber kriege, muss ich sofort auf Stationen. Die passen da ganz voll auf. Und das hängt alles mit, wie interessant, das würde man gar nicht denken, dass wenn man mal eine kleine Erkältung hat, dass das dann mit der Leber. Aber der ganze Organismus hängt natürlich zusammen und wenn so ein wichtiges Organ ersetzt worden ist, ist natürlich auch alles irgendwie irritiert, vermutlich. Ja. Wie lange hast du damals auf das Organ warten müssen? Also auf der Spenderliste bin ich gar nicht gekommen, weil die, also 93 haben das festgestellt, dass ich eine Leberzirrhose habe, vom genetischen Defekt her, eine ganz seltene Krankheit, das ist der Morbus Wilson, eine Kupferspeicherkrankheit. Und da musste mein Bruder dann auch in eine Charité mitkommen, meine Mutter, weil das von der Erbschaft her ist. Und mein Bruder hat die Krankheit auch. Aha. Und meine Mutter durfte wieder nach Hause nach 3 Tagen. Ah ja. Ja. Und dann ich weiß nicht, wie die das, die haben mir gesagt, eine Leberzirrhose, wo ich das gehört habe. Ich habe jetzt gesagt, trink doch keinen Alkohol. Ich bin, na klar, mal gelegentlich ein Glas Wein oder so, aber dass meine Leber schon so zerstört ist, ja, von Geburt an. Und ich habe das erst 93 gesagt gekriegt. Hattest du das eigentlich schon so ein bisschen gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, oder? Ja, ja. Ich hatte immer, wenn ich auf Arbeit war, Frühstück, gut gegessen und wir haben dann jeder was mitgebracht und dann immer nach dem Frühstück solche Bauchschmerzen. Der Bauch war ganz hart. Ja. Und dann bin ich nachher nach Hause gefahren und musste zum Arzt und sofort ins Krankenhaus und haben sie festgestellt, meine Milz ist zu groß. Die ist doppelt so groß, wie sie sein muss. Die guckt richtig raus. Normalerweise ortet der Arzt die nur. Aber eben
bei mir kann man so richtig sehen und fühlen. Als die dann diese Diagnose, die für dich und für jeden Menschen schlimme Diagnose der Leberzirrhose gestellt haben, wie lange hat es dann noch gedauert, bis du ein neues Organ bekommen hast? War bis 2001. Wie viele Jahre waren das dann? 7 ungefähr. 93 bis 2001. Und hast du gerade gesagt, du warst nicht auf dieser Liste drauf? In dieser, nein. Und wie kamst du dann an das neue Organ? Das ging ja ganz schnell. Ich war im September, da war mein Kind im Krankenhaus, der hat Asthma. Und ich hatte immer schon so einen heißen Bauch ganz doll und wurde immer dicker. Mhm. Und dann hat das so ganz komisch so, wie Gulott immer. Mhm. Und da habe ich gedacht, meine Milz ist gerissen. Mhm. Und dann hätte ich ja nicht mehr erlebt. Und dann habe ich auch gedacht, durch meine Sterilisation, dass sich irgendwas im Unterleib entzündet hat, dass das eben, und da sagt die Frauenärztin, nein, das ist alles in Ordnung. Sie haben ganz viel Flüssigkeit im Bauch, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Mhm. Und dann hatte ich... Achso, dann war das so ein akuter Notfall, dass die sofort das gemacht haben. Naja, noch nicht gleich. Ich war in einer Klinik, da haben sie immer, eine ganze Woche musste ich dann immer so ein Zeug trinken, damit ich die Flüssigkeit loswerde. Mhm. Und haben sie immer einen Umfang gemessen, jeden Tag, musste vom Bauch. Und dann haben sie mich nach einer Woche wieder nach Hause gelassen und da haben die mich schon aufgegeben sozusagen. Mhm. Und dann nachher zu Hause bin ich rapide noch dicker geworden und richtig gelb, von einem Tag zum anderen. Ja. Quicke gelb. Mhm. Und dann war gerade meine Betreuerin da, die hat einen Arzt angerufen, habe ich eine Spritze gekriegt und musste sofort ins Krankenhaus. Und dann ging's. Ich habe nichts damit gekriegt. Und dann wurde es gemacht? Na, vier Tage war ich an der Maschine, bis das Organ kam. Mhm. Wie ist das heute? Kannst du so ganz normal alles essen und trinken? Kannst du auch mal ein Schnäpschen mal trinken? Naja, darf ich auch, aber ich mache es nicht so. Ist klar, lass mal vorsichtig. Das Schlimmste war, ich durfte nichts, also keine Leber essen, keine Leberwurst, da war hoher Kupfergehalt drin. So. Kaffee, da sagt meine Diätassistentin, sie trinken ja keine 100 Gramm Kaffee am Tag. Mhm. Dann darf ich aber, wenn ich jetzt morgens meine Tasse Kaffee getrunken habe, keine Leberwurststulle essen, weil da überall hoher Kupfergehalt drin war. Mhm. Ja, gut, und da kann man sich einrichten, ne? Ja, und das Erste war auf der ITS, wo ich dann essen durfte, was darf ich denn essen? Da sagt der Doktor alles. Ich sage, darf ich auch Leber essen? Und dann hat er gesagt, ja. Achso, jetzt mit der neuen darfst du alles, auch Leberwurst. Ja. Achso, ja, ich verstehe. Das war das Erste, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, bring mir Kartoffelbrei und Leber. Ja. Ja, das also heißt, ich darf alles wieder essen. Ja, das ist dann bleibt mir jetzt zu wünschen, das ist ja doch eigentlich eine gute Entwicklung von allem. Da hat man ja viel, viel schlimmere Fälle gehört. Ja. Bleibt mir zu wünschen, dass sich das doch noch mehr stabilisiert und du eben auch nicht so oft krank wirst und so anfällig wirst. Ja. Und du eigentlich dann weiterhin auch gut mit dem fremden Organ leben kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Heidi. Ja, und ich ziehe vor dem Mann, der mit den 10 Jahren auf das Herz wartet, einen Hut, dass er so eine Kraft hat, noch zu warten. Ja, das finde ich auch sehr beeindruckend, ja. Ich wollte da unbedingt mit dir drüber reden, weil, und der danach dann war, der seine neue Leber hat. Also ich habe es gleich von Anfang an alles akzeptiert, vom Kopf her, der Mann, der hat dann da doch ein Problem mehr. Genau, wir hatten einen Anrufer, der erzählte, dass der Körper es zwar angenommen hatte, aber die Seele nicht. Und er damit gehadert hat, dass er da was Fremdes in sich drin hat. Ne? Das aber war bei dir nicht der Fall später dann. Ich bin froh, dass mir das Leben geschenkt wurde, dass ich nochmal leben kann für mein Kind und für all meine Freunde, dass ich da sein kann. Und da bin ich so glücklich drüber, dass es sowas gibt. Ja. Und meine Mutter war erst nicht dafür. Ja. Wie, die war nicht dafür, dass du ein neues Organ bekommst? Nein, überhaupt so. Für zum Beispiel, sie hat gesagt, sie würde nie ihr Kind zur Organspende freigeben. Da war sie. Aber seitdem sie weiß, dass ihr Kind ein neues Organ gekriegt hat, dass es sowas gibt, denkt sie ganz anders. Mhm. Also, du bist ein gutes Beispiel dafür. Dank eines Menschen, der einen Organspendeausweis bei sich hatte und der ohnehin gestorben wäre oder schon... tot war, hirntot war, darfst du leben. Ja. Heidi, alles Liebe und alles Gute weiterhin. Ja, darf ich von dir auch noch ein Autogramm? Ja, legst du auf und wir rufen zurück, wegen der Antwort. Tschüss. Ganz vielen Dank, tschüss. Michael, 3132, ist der Michael. Hallo Michael. Ja, hallo, hier Domian. Ja, guten Morgen. Dein Thema, Michael. Und zwar geht's bei mir darum, mein bester Freund hat seinen Vater erstochen. Ach du lieber Himmel, dein bester Freund hat den Vater erstochen. Wann? Im Dezember letzten Jahres. Warum? Aus Hass. Warum Hass? Was war da passiert? Also es
war, ich kenne diesen Freund schon, seitdem er mit mir in der Grundschule war. Und es ging ja immer wieder darum, dass er sich halt vor seinem Vater behaupten musste. Das heißt, du kanntest den Vater dann auch schon lange? Ja. Ja. Mhm. Und wenn dieser Junge mit einer 2 nach Hause kam, hieß es, warum war es keine 1? Und so zog sich halt sein ganzes Leben durch. Stand unter hohem Druck, unter hohen Erwartungshaltungen der Eltern? Mhm. Also er hat noch 2 Schwestern gehabt. Die eine hat sich schon seit langen Jahren von dem Vater abgewandt und lange Jahre nicht mehr mit dem Vater gesprochen. Die andere, so viel ich weiß, seit circa 4 Jahren. Gab es ein nochmal auslösendes Ereignis, warum er das gemacht hat? Oder war es die Summe der Erfahrungen all der vergangenen Jahre? Nein, also ich denke, das letzte war, er wurde im Oktober wieder mal arbeitslos. Mhm. Also es war ein sehr emsiger junger Mann, der hat immer wieder versucht, was aus seinem Leben zu machen. Er hat erst eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Mhm. Dann hat er eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und dann hat er zwischenzeitlich als Briefzusteller gearbeitet. Also ein fleißiger Typ, der so ungefähr in deinem Alter ist, um die 30 rum? Ja, er ist ein Jahr älter. Ja, und dann wurde er arbeitslos und das hat deinem Vater wieder nicht gefallen. Ganz genau. Und der hat Terz gemacht. Dann kamen irgendwie wieder, ich nenne es jetzt einfach mal, blöde Sprüche. Und ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Irgendwann war er bei seinen Eltern zu Hause, er hat eine eigene Wohnung gehabt und die Mutter ging irgendwann ins Bett und dann muss da irgendwas vorgefallen sein. Ich meine, er sitzt jetzt in der U-Haft in Bochum und darf da halt nicht drüber sprechen. Diese U-Haft halt. Er hat den Vater dann da in der Situation erstochen. Ganz genau. Er hat dann wohl ein Messer gezogen und hat den mehrfach in den Oberkörper gestochen. Und der Vater ist dann halt seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Mehrfach, das heißt, es gab viele Stiche. Ja, es war wohl, ich nenne es jetzt einfach mal, so eine Menge Hass im Spiel. Und ich war halt, also das ist im Dezember passiert und ich versuche halt, aufgrund der Tatsache, dass er halt jetzt in der U-Haft sitzt, ihn jeden Monat zu besuchen, weil ich möchte mich überhaupt nicht von ihm abwenden. Ja. Ach, das heißt, du warst schon jetzt mehrfach bei ihm? Ich war jetzt sowohl im Januar, Februar und jetzt heute als letztes, gestern bei ihm. Du darfst mit ihm aber nicht über die Tat sprechen? Nein, das ist Untersuchungsgefangene nicht erlaubt. Mhm. Wie, in welchem Zustand ist er? Wie ist seine Verfassung? Scheiße. Was heißt das? Heißt das in sich gekehrt, verzweifelt? Also, er sagt, er weiß ganz eindeutig, dass er was gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Ach, so weit darf er sich dann doch äußern? Ja, und ja, was heißt er darf? Es sieht also so aus, wenn man in diesen Besuchskammern ist, das ist so ein Raum aus Glasbaustein. Davor ist so ein Gang und auf diesem Gang gehen halt die Justizvollzugsbeamten immer auf und ab. Michael, ich muss dich mal unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Was mich sehr, sehr interessiert noch ist, das erschüttert einen ja selbst als Freund wahrscheinlich auch enorm, wenn jemand so eine Tat fähig ist zu einer solchen Tat. Auch wenn man das vielleicht, wenn man auch mitbekommen hat, wie schlecht der Vater den Sohn behandelt hat. Dennoch ist so eine Tat ja etwas Unfassbares. Wie hast du das denn aufgefasst? Ich war erschüttert, aber er bleibt trotzdem mein Freund. Du bist nicht auf Distanz gegangen und hast ihm das auch so signalisiert? Also wir waren letzten Monat sowohl meine Verlobte als auch ich beide bei ihm zu Besuch. Und das wird auch weiterhin so geschehen. Wir werden monatlich ihn besuchen, wenn wir dürfen. Ja. Das würde ich sehr gerne mit dir weitersprechen. Es geht nicht, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber ich verspreche dir, dass wir dich gleich nochmal anrufen, wenn du es aufgelegt hast. Okay, Michael? Alles klar. Bis gleich, auf Wiederhören. Ja, ciao. Tschüss. Meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Matthias Neef. Unser Thema Morgen Nacht heißt: Auf diesen Tag habe ich gewartet oder auf diesen Tag warte ich. 0